Großer Personalumbau bei ProSiebenSat.1, neue Set-Standards bei Konstantin Film und eine Frage: Was ist eigentlich dieses Nebenkostenprivileg? Das ist die Oktoberausgabe der TV-News. Aber zurück zur Frage, was denn das Nebenkostenprivileg ist. Seit Mitte des Jahres ist die nämlich deutlich häufiger gefallen als bisher. Schließlich geht es um eine Preiserhöhung, von der knapp 12,5 Millionen Haushalte betroffen sind. Und vielleicht ja auch ihr. Also klären wir mal auf. Das Nebenkostenprivileg erlaubt es Vermietern seit Jahrzehnten, den Kabelanschluss über die Nebenkosten abzurechnen. Deswegen stand auch nie wirklich die Frage im Raum, wie man das TV-Signal empfangen möchte. Ich meine, kam ja auch immer direkt aus der Steckdose raus. Mit der Neufassung des Telekommunikationsgesetzes am 1. Dezember 2021 wurde dieser Preisvorteil allerdings abgeschafft. Nicht zuletzt auch wegen der immer größer werdenden Konkurrenz außerhalb des linearen Fernsehens. Und auch wenn das Ganze jetzt schon bald 3 Jahre her ist, in Kraft treten wird die neue Regelung erst am 1. Juli 2024. Aber was genau passiert dann eigentlich? Ab Mitte nächsten Jahres dürfen 12,5 der rund 17 Millionen Haushalte, die ihr TV-Signal via Kabel erhalten, selbst darüber entscheiden, wie sie zukünftig fernsehen wollen. Oder ob sie das überhaupt möchten. Denn nach einer Umfrage von Vodafone will die Hälfte der Befragten zukünftig dem Kabelfernsehen den Rücken zukehren oder ist unentschlossen darüber, einen neuen Tarif abzuschließen, der zwischen 8 und 10 Euro kosten dürfte. Für die einen kann das Ganze am Ende zu einem riesigen Verlustgeschäft werden, die anderen werden dank dem Telekommunikationsgesetz in wenigen Monaten als klare Sieger rausgehen. Vodafone beispielsweise setzt aktuell auf eine Menge Aufklärungsmaßnahmen, um nicht Millionen zahlender Kunden zu verlieren, während die Telekom eher gelassen auf die Änderungen blickt und ihre Hoffnung auf Magenta TV, den Streamingdienst der Telekom, setzt, denn ab Juni 2024 überträgt man hier live die Europameisterschaft im Fußball. Und damit will man versuchen, neue Kunden hinzuzugewinnen und weiter durchzustarten. Und genauso wie die Telekom sehen es eben auch lineare Fernsehanbieter und Konkurrenten wie Zattoo oder waipu.tv, die darauf hoffen, dass sich neue Kunden zu ihnen verirren. Auf der anderen Seite ist die Regelung aber auch eine ziemlich schlechte Nachricht für das lineare Fernsehen im Allgemeinen, vor allem für die privaten Sendeanstalten. Denn obwohl sich die meisten Inhalte auch auf den sendereigenen Streaming-Plattformen wie Join oder RTL Plus abrufen lassen, die meisten Umsätze werden trotzdem mit TV-Werbung generiert. Und wenn jetzt hier Millionen von Menschen abspringen, dann wird die Einnahmequelle umso geringer. Wir werden also sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten noch entwickeln wird. Fakt ist aber, dass sich der Kabelanschluss nicht in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 2024 automatisch abstellen wird, denn hierfür ist ein Netztechniker notwendig, der vor Ort sein muss. Für die Netzbetreiber bedeutet das aber nochmal eine Menge Extrakosten für Personen, die möglicherweise gar nicht mehr zurückkommen werden. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Kategorie Comeback oder weg. Verabschiedet hat sich in diesem Monat Karin Mioska von den Tagesthemen. 16 Jahre lang war sie nun für die Sendung aktiv und damit die dienstälteste Moderatorin. Darum braucht es Sendungen wie diese. Bleiben Sie also bitte bei den Tagesthemen und seien Sie nett zu Jessie Wellmer. Sie ist es auch. So. Moment, Karin. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir dich hier einfach so vom Hof reiten lassen. Vor allem, wenn die dienstälteste Moderatorin, die jemals die Tagesthemen moderiert hat, hier sich verabschiedet. Und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, jetzt Tschüss sagen zu müssen. Ich kann mich den Worten von Jens einfach nur anschließen. Deswegen im Namen von der ganzen Tagesthemenredaktion, aber auch im Namen von ganz ARD aktuell, sagen wir dir von ganzem Herzen alles Gute, aber vor allen Dingen vielen, vielen Dank für ganz viele wunderbare, einzigartige, Karineske sozusagen Tagesthemenmomente. Dass Herr Lama auch dabei war. Statt als Nachrichtensprecherin wird Karin Mioska zukünftig als Moderatorin ihrer eigenen Talkshow im Ersten arbeiten und damit auf Anne Will folgen, deren Talkshow zum Ende des Jahres eingestellt wird. Ebenfalls beendet wurde die Live-Show Volles Haus, die gut ein Dreivierteljahr im Sat.1 Nachmittagsprogramm zu finden war. 150 Folgen wurden von der Alles-in-einer-Show produziert, in der Zwischenzeit die Produzenten gewechselt, die Moderatoren ausgetauscht und die Sendezeit von 3 auf 2 Stunden gekürzt wurde. Und obwohl sich Volles Haus mit der Zeit zu einer Art Frühstücksfernsehen am Nachmittag entwickelt hatte, am Ende hatte auch das nicht mehr geholfen. Die Sendung erreichte im Schnitt weniger als 3% Marktanteil in der Zielgruppe. Stattdessen setzt Sat.1 seit Mitte Oktober auf We Are Family, die Tierdogs oder auch die neue Vorabendserie, die Landarztpraxis mit Caroline Frier in der Hauptrolle. Und auch wenn sich alle drei Formate teils deutlich besser schlagen als Volles Haus von wirklichen Quotenerfolgen, kann man nach den ersten beiden Wochen
definitiv noch nicht sprechen. Trotz alledem. So viele frische Programmstunden hatte Sat.1 viele Jahre nicht mehr am Nachmittag. Ab Montag, 6. November, zeigen wir zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr fast 5 Stunden lang frische Programme. Das sagte Daniel Rosemann, Senderchef von Pro7 und Sat.1. Ach Moment, da stand was in meinen Unterlagen. Daniel Rosemann ist raus. Der Doppelsenderchef von Pro7 und Sat.1 verabschiedete sich vor wenigen Wochen in bestem Einvernehmen vom Medienkonzern. Nach 15 Jahren bei 7.1 ist jetzt aber Schluss. Es ist definitiv die größte und schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben bislang getroffen habe. Aber für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich gehe mit großer Dankbarkeit für alles, was ich mit meinen Teams in den vergangenen Jahren gestalten konnte. Und zusammengerechnet war das eine ganze Menge. Trotz Stefan Raabs TV-Rückzug verhalf er Pro7 durch Shows wie The Masked Singer, Wer spielt mir die Show oder auch Joko und Klaas gegen Pro7 aus dem Krisenloch zu kommen und bis heute anhaltende Hits ins Leben zu rufen, die teilweise mehrere deutsche Fernsehpreise abräumten. Und auch wenn sie sich bisher noch nicht so ganz ins Programm etablieren konnten, Informationsprogramme wie Zerwakis und Optenhöfe live, Reportagen wie die von Thilo Mischke oder auch die einheitliche Nachrichtenmarke Newstime sind Teil des Senders geworden und gehören mittlerweile zum Markenportfolio dazu. Ganz anders lief es dagegen mit Sat.1, denn trotz zahlreicher Experimente mit neuen Formaten, eben auch die Live-Show Volles Haus, konnte keine der Sendungen wirklich weitreichend überzeugen, weswegen das Problem jetzt an Marc Rasmus übergeben wurde, ehemaliger Senderchef von Kabel 1, der jetzt die Sat.1-Leitung von Daniel Rosemann übernimmt. Trotz alledem hat es Sat.1 geschafft, sich von Scripted Realities am Nachmittag weitestgehend zu trennen. Ein Ziel, das Daniel Rosemann tatsächlich noch mit dem Problemsender umsetzen konnte. Die neue Pro7-Leitung übernimmt übrigens jetzt Hannes Hiller, der bisher im SVP Content Development bei Pro7 und Sat.1 tätig war. Und während man bei Pro7 weiterhin auf neue Events und Shows setzt, plant man bei Sat.1 ein breites, familienorientiertes, aber auch weiblich geprägtes Programm für 40- bis 65-Jährige. Und hier bin ich ehrlich gesagt am meisten gespannt, was sich in Zukunft entwickeln wird. Daniel Rosemanns Austritt passiert übrigens zu einem etwas unglücklichen Zeitpunkt, denn aktuell nimmt Pro7 eine Neuausrichtung im Entertainment-Bereich vor und dreht auch eine Menge am Personalkarussell. Mit der Kündigung hat das aber nichts zu tun. Das sagt zumindest Pro7 Sat.1 CEO Bert Habetz. Sie kennen Daniel Rosemann. Wenn er einmal eine Idee im Kopf hat, ist es schwer, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Daniel Rosemann hätte ich übrigens gerne mal während der Zeit als Senderchef bei Pro7 Sat.1 persönlich kennengelernt. Naja, vielleicht ergibt sich das ja so noch irgendwie. Kurz nach dem Kinostart des Films Manta Manta, zweiter Teil, wurde bekannt, dass am Set so einiges schiefgelaufen ist. Eine Frau soll sich beispielsweise schwer verletzt haben, nachdem sie durch ein Dach gekracht war. Und Til Schweiger hatte anscheinend die Lust gepackt, während den Dreharbeiten eine Person zu schlagen. Konstantin Film als dahinterstehende Produktionsfirma hatte sich kurz danach mit einer Rechtsanwaltskanzlei in Verbindung gesetzt und die Vorwürfe gemeinsam aufgearbeitet. Zukünftig will man immer eine Vertrauensperson vor Ort haben, auf die man jederzeit zugehen kann. Und nach den Dreharbeiten eine appgestützte und anonyme Umfrage starten, um Missstände und Probleme aufzudecken und darauf schnell zu reagieren. Außerdem soll von nun an die Kommunikation zwischen Regie und Produktion von einem Team-Captain geleitet werden und die Sicherheitsfachkräfte von einer von Konstantin Film eingesetzten Sicherheitsfachkraft regelmäßig auf Eignung geprüft werden. Zuletzt, und das ist wahrscheinlich eine der größten Änderungen, will der Produktionskonzern die Rechte einzelner Positionen so setzen, dass Fehlverhalten besser geahndet werden kann. Beispielsweise bei Nichteinhaltung der Arbeitszeiten oder bei der allgemeinen Gewährleistung der Sicherheit am Set. Ziel ist es, dass eine Gefährdung von Projekten oder die Existenz von Produktionsfirmen so gering wie möglich gehalten wird und im äußersten Falle eines Abbruchs die entstandenen Kosten durch mehrere Partner und Filmförderer getragen werden. Und das war's auch schon wieder mit den TV-News für diesen Monat. Was haltet ihr vom Nebenkostenprivileg oder den Set-Standards, die sich Konstantin Film jetzt hier neu gesetzt hat? Oder was denkt ihr, welche neuen Formate Sat.1 in Zukunft senden wird? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein. Danke an DWDL, die dieses Video hier wieder möglich gemacht haben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr rund ums Thema Fernsehen verpassen wollt. Ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.